Genossinnen und Genossen, ich freue mich, dass ich heute digital zu euch sprechen kann, digital dabei bin. Bin natürlich traurig, dass wir es nicht live und in real machen können. Ich weiß noch sehr genau, dass es im letzten Jahr der Neujahrsempfang des Kreisverbandes mein erster größerer Auftritt in eurer Runde war, bei dem ich viele von euch ja, physisch kennenlernen konnte, wir ganz viele Gespräche geführt haben, wir im Rückblick viel zu nah alle beieinander standen und ich ja, bin genauso wie viele von euch sicherlich sehr glücklich, sobald wir das auch in der Form wieder wiederholen können. Ich weiß, der Neujahrsempfang letztes Jahr war am 3. Februar, also genau 2 Tage vor dem Dammbruch, den wir in Erfurt erlebt haben, vor der Wahl des FDP-Mannes Kemmerich mit Stimmen der AfD und der CDU zum Kurzzeitministerpräsidenten. Es fühlt sich, glaube ich, für viele von uns gleichzeitig sehr weit weg an. Wir hatten ja jetzt gerade den Jahrestag, da hat man eigentlich gemerkt, wie viel davon noch sichtbar ist, wie viel präsent ist, wie wenig Konsequenzen auch in vielen Bereichen auf diesen historischen Moment erfolgt sind. Und wir haben uns, glaube ich, auch kollektiv nochmal an die vielen Proteste erinnert, die stattgefunden haben, sei es in Weimar, sei es in Erfurt, die Massen an Menschen, die direkt auf die Straße gegangen sind, Druck aufgeübt haben, ausgeübt haben und die Forderungen zum Rücktritt glücklicherweise auch so stark und so laut gemacht haben, dass dieser dann erfolgte. Wie ihr wisst, die Vereinbarung zur Auflösung des Landtages und die geplanten Landtagsneuwahlen, die wir jetzt eigentlich im April 21 gehabt hätten, sind ein Bestandteil der Stabilitätsvereinbarung zwischen Rot-Rot-Grün und CDU gewesen, eben in Reaktion auf den Dammbruch und von gemeinsamen Projekten wie jetzt unserem Haushalt 2021 hauptsächlich flankiert. Die Wahl von Bodo Ramelow als unserem Ministerpräsidenten damit kurz vor den ersten Pandemie-Infos, die wir bekommen haben. Ich weiß noch sehr genau, dass die erste größere Sitzung, die erste größere Fraktionsklausur, die wir nach seiner Wiederernennung hatten als Ministerpräsident, da wurden uns die ersten Corona-Fallzahlen präsentiert. Und ab dann haben wir eigentlich nur Pandemiepolitik gemacht, beziehungsweise das war unser großer Fokus. Man kann sich natürlich nur schwer vorstellen, wie diese Pandemiesituation abgelaufen wäre, wenn wir keine arbeitsfähige Regierung gehabt hätten. Denn Corona bestimmt seitdem natürlich unser alles soziales Leben, unsere Existenzen. Wir alle tragen verschiedene Entbehrungen, verschiedene ja, existenzielle Situationen und sind natürlich gerade im privaten Bereich von den Einschränkungen betroffen. Viele Vereine können auch ihrer Arbeit kaum nachgehen und auch für uns die privilegierte Möglichkeit haben, ins Homeoffice zu gehen, ist es natürlich ein sehr, sehr anderes politisches Arbeiten, als es mit dem sonstigen Kontakt zu Menschen ist. Wie lange das so noch weitergeht, ist nur mäßig abzuschätzen. Wenn wir uns die aktuellen Fallzahlen angehen, die wieder hochgehen, werden ja die Berechnungen, die die dritte Welle prognostiziert haben, ja, gerade bestätigt. Und hierfür braucht es, und da bin ich mir ganz sicher nicht immer nur die Vernunft jedes Einzelnen, die in den diversen Appellen immer wieder angesprochen wird, sondern es braucht vor allem einen solidarischen Lockdown, der muss für mich persönlich auch antikapitalistisch sein. Das heißt, eigentlich geht es schon seit einem Jahr darum, endlich die Wirtschaftsbereiche zu schließen, die nicht direkt zur Pandemieabwehr oder Pandemiebekämpfung sind. Denn es kann eben nicht sein, dass Leute weiterhin in der Produktion oder im Großraumbüro sitzen, ohne dass das jetzt was mit Pandemieschutz zu tun hätte und da aber einem größeren Infektionsrisiko ausgesetzt sind und trotzdem sich im privaten Bereich nur mit einer begrenzten Anzahl von Personen überhaupt treffen können. Also ich glaube, dieses Ungleichgewicht, das wir leider auch nach jedem MPK-Beschluss beziehungsweise nach jeder ja, Verbindlichkeit, die da angesetzt wird, erleben, das zieht sich ja jetzt durch. Und ich glaube, das wird einer der weiteren großen Herausforderungen auch für uns als Linke sein, dort immer wieder stark auch mit den Forderungen nach einem Wirtschaftslockdown sichtbar zu sein. Mit diesen Forderungen einher geht natürlich auch die Frage, wenn Menschen eben nicht mehr in der Lage sind, ihrer Erwerbsarbeit so nachzugehen, wie es bis dato gelaufen ist, wie sind sie dann abgesichert? Und wir als Linke fordern ja klar die Anhebung des Kurzarbeiterentgelts auf 90%. Wir fordern, dass die Corona-Hilfen für Unternehmerinnen und Unternehmer, für Solo-Selbstständige schneller und unbürokratischer fließen und wir nicht im Februar darüber reden, ob die November- oder Dezemberhilfen schon angekommen sind. Die Pandemie hat natürlich auch an anderen Stellen viele grundlegende Defizite aufgedeckt. Im Gesundheitsbereich und der Pflege ist es sicherlich am offensichtlichsten, in der Digitalisierung, in der Bildung, aber auch in der technischen und personellen Ausstattung in den Kommunen. Da sieht man ja, was die Arbeit von Gesundheitsämtern eben auch auf einmal bedeutet und wie sie im Fokus stehen.
Wir sehen auch an all den Stellen, an denen investiert werden müsste, ich nenne nur noch mal die Privatisierung im Gesundheits- und im Pflegebereich. Ja, wir stehen dafür einen klaren Stopp. Wir stehen dafür, das rückgängig zu machen und sehen eben auch, die Politik der schwarzen Null ist eben nicht nur in Pandemiezeiten, aber gerade in Pandemiezeiten krachend gescheitert. Und ein Bereich, der für mich natürlich wichtig ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass diejenigen, die als sogenannte systemrelevante Berufe besonders zu Beginn der Pandemie, im ersten Lockdown, irgendwie beklatscht worden sind. Das zeigt sich immer noch nicht in der entsprechenden Bezahlung, das zeigt sich immer noch nicht im Infektionsschutz oder in den sonstigen Arbeitsbedingungen. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn natürlich gerade der Fachkräftemangel in diesen Bereichen besonders stark auch sein wird, auch gerade in Thüringen. Und wenn wir jetzt über einen Orientierungsrahmen und einen Stufenplan reden, das ist ja der konkrete Vorschlag, der auch von der Thüringer Landesregierung auf dem Tisch steht und in der letzten MinisterpräsidentInnenkonferenz ja auch als Thüringer Protokollerklärung nochmal explizit benannt wurde, geht es ja eben darum, einen transparenten Plan zu machen, eine Sichtbarkeit, eine Vergleichbarkeit herzustellen und sowohl dafür zu sorgen, dass wir nicht immer diese Scheibchentaktik alle 2 Wochen haben, als auch dafür zu sorgen, dass es eine Bundeseinheitlichkeit gibt. Denn ja, ich glaube, gerade in den Grenzbereichen zu anderen Bundesländern und für diejenigen, die Familie auch in anderen Bundesländern haben, wird ja ganz oft deutlich, wie verwirrend, wie irritierend all diese Lockerungen und Öffnungen und Regelungen sind. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, wenn auch der aktuelle Stufenplan als Dokument noch in der Bearbeitung ist. Da sind wir in den Arbeitsbereichen natürlich auch angebunden, um zu schauen, wie sind die einzelnen Stufen sowohl dem Infektionsschutz als auch den psychosozialen Belastungen durch Corona zuträglich. Und ja, wie bereits erwähnt, eigentlich wären wir jetzt zu Beginn des Wahlkampfes, eigentlich würden wir jetzt gemeinsam auf der Straße loslegen. Dadurch, dass sich der Landtag in der vergangenen Woche aber eben nicht auflösen konnte, weil die derzeitige Pandemielage das nicht zulässt, gilt ja die neue Vereinbarung zwischen Rot-Rot-Grün und CDU, dass unsere Landtagswahlen eben auch am 26. September gemeinsam mit der Bundestagswahl stattfinden. Das ist nur vernünftig, weil Wahlen unter den aktuellen Pandemiebedingungen nicht durchführbar sind. Ich sage aber auch ganz klar, wir müssen natürlich schauen, unter welchen Bedingungen dann eben im September Wahlen durchführbar sind, wie dann das Infektionsgeschehen vor uns konkret sich zeigen wird. Und wir müssen uns als Linke natürlich stark dafür einsetzen, dass wir mit sinnvollen Maßnahmen, die nicht nur zu Lasten des Privatbereichs gehen, die Infektionszahlen senken, die Pandemie so weit überwinden bzw. handeln, dass deren wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen auf eine soziale Art und Weise abgefedert werden und wir dann hoffentlich bald, hoffentlich in Präsenz in den nächsten Wahlkampf starten. Und ich habe Bock, ich glaube, es wird ein ganz spannendes, ein ganz richtungsweisendes Jahr für die Linke. Und in dem Sinne grüße ich euch ganz herzlich aus dem Homeoffice und freue mich, sobald wir uns alle wiedersehen.